Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht ist es zum Abschluss einer solchen Aktuellen Stunde auch erlaubt, mal einfach ein persönliches Zeugnis vorzutragen. Gestern Abend hat eine junge Venezolanerin, deren Vorvorfahren übrigens vor 157 Jahren mal aus Gemeinden meines Wahlkreises ausgewandert sind, mir folgende E-Mail geschrieben. Es gibt so viele Informationen in den Medien, aber man muss dort, also sprich in Venezuela, leben, um die Realität mit eigenen Augen zu sehen. Es gibt keine Garantie für die grundlegenden Menschenrechte wie Ernährung, Gesundheit, Bildung, Sicherheit und das Wichtigste, Freiheit. Es gibt einfach keinen Respekt für das Leben in Venezuela. Diese korrupte Regierung will nur Macht und Macht. Niemand kann sich vorstellen, wie schwierig es ist, in einem Land mit der höchsten Inflation der Welt zu leben, der monatliche Mindestlohn von 18.000 venezolanischen Bolivars, und das kostet gerade einen Eierkarton. Die internationale Gemeinschaft soll sofort etwas tun, damit keine Unschuldigen mehr leiden und sterben. Jede Minute zählt. Und ich finde, vor dieser Erwartung, gerade auch der jungen Venezolanerinnen und Venezolaner, sollten wir Deutsche, wir Europäer und die internationale Staatengemeinschaft nicht kapitulieren. Nun ist zu Recht angemerkt worden, dass zur deutschen europäischen Aufgabe gehört, zuerst einmal auch zu vermitteln. Übrigens, solche Vermittlungsversuche haben in den vergangenen Jahren zahlreicher stattgefunden, um nur einige zu nennen. Durch den spanischen Ex-Ministerpräsident Zapatero, durch den Vatikan. Allesamt gescheitert an der buckelharten Position von Maduro. Aber verhandeln und vermitteln muss auch von einem klaren Standpunkt heraus erfolgen. Und unsere Aufgabe ist doch zuallererst mal auf der Seite des Rechts und der Demokratie zu stehen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ja schon mehrmals zitiert worden, der Parlamentspräsident ist in dieser Situation nach Artikel 233 der venezolanischen Verfassung, einer Verfassung, die übrigens die Chavistas geschrieben und in Kraft gesetzt haben, der amtierende Interimspräsident. Und genau in dieser Funktion haben ihn die Mehrheit der Lima-Staaten, und das sind allesamt demokratisch gewählte Regierungen in Lateinamerika, anerkannt. Es ist auch richtig, dass die regionalen Staaten vorangehen und anders wir in Europa. Und ich finde, nur von diesem klaren Rechtsstand aus kann man auch vermitteln. Und es wäre schön gewesen, wenn sich alle Fraktionen des Deutschen Bundestages zu diesem klaren Bekenntnis zu Recht und Demokratie heute entschieden hätten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist zu Recht ja erwähnt worden, die humanitäre Katastrophe, die vor einigen Jahren auch schon zu besichtigen war und die heute noch dramatischer ist. Es hat ja auch von deutscher und europäischer Seite mehrere Angebote und Versuche gegeben, die Regierung Venezuelas dazu zu bewegen, wegen einen humanitären Hilfskorridor zu öffnen. Dass eine Regierung organisierte humanitäre Hilfe für die eigene notleidende Bevölkerung ablehnt, bis zum heutigen Tag ablehnt, ist eine Schande. Und die muss auch so benannt werden. Ich habe ein kleines Stückchen persönlicher Betroffenheit, weil ich habe erwähnt, dass mein Wahlkreis, da gibt es einige Gemeinden, wo vor langer, langer Zeit Auswanderung stattgefunden hat nach Venezuela, aber nach wie vor sehr lebendige persönliche Beziehungen beherrschen. Und klar wollen die Verwandten über viele Generationen hinweg bei uns auch etwas für diese Leute tun, ja? Weil bei ihnen ja der Jammer ankommt, durch Briefe, durch Telefonate, durch E-Mails. Dass nicht einmal die private humanitäre Hilfe gestattet wird, ist ein noch größerer Skandal und betrifft eben auch deutsche Mitbürger und Mitbürger, die gerne helfen würden, wenn sie könnten. Das Zweite ist, wir sind frei gewählte, demokratisch gewählte Parlamentarier und Parlamentarier. Und es ist schon mehrmals erwähnt worden, aus wirklich echten freien Wahlen hervorgegangen, ist das amtierende venezolanische Parlament. Und ich denke, die erste Pflicht, die wir als Parlamentarier doch haben, ist die,
für unsere Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls frei gewählt sind, klar und deutlich Position zu beziehen. Es muss in der Hand des frei gewählten venezolanischen Parlaments liegen, die nächsten Wahlen zu organisieren und die Zukunft des Landes in die Hand zu nehmen. Dafür sollten eigentlich wir deutschen Parlamentarier geschlossen eintreten. Das würde ich mir sehr wünschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.